Hallo und herzlich willkommen hier zum Rennen in Spanien. Und wir haben die grünen Reifen aufgezogen und wir sehen Regen im Hintergrund. Das heißt, der erste Teil des Rennens ist nass. Aber wir wissen ja, 41% Regenwahrscheinlichkeit. Ich dachte, das wären 42 gewesen. Egal, würde auch nicht so viel ausmachen. Das bedeutet, es wird irgendwann im Rennen trocken werden. Und wir werden wahrscheinlich sogar im Rennen irgendwann wechseln. Auf trockene Reifen, nehme ich mal an. Weil wir jetzt ja auch immerhin auf den grünen, also den Intermediates fahren und nicht auf den Full Wets, den absoluten Regenreifen. Ja, ich bin mal gespannt. Wir fahren leider natürlich mit einem Trocken-Setup. Das ist unsere Rennstrategie. Runde 11 sollen wir rein, Runde 22. Wir haben 33 Runden. Ne? Ganz schöne Schnapsrennen hier. Obwohl wir natürlich nicht Schnaps trinken sollten, wenn wir dieses Rennen fahren. Okay, aber das ist eine Strategie, die ich jetzt einfach mal so akzeptiere, glaube ich. Länger als 11 Runden reichen unsere Reifen auf jeden Fall nicht. Gut. Ja, müssen wir schauen, wie sich das mit dem Regen entwickelt. Ja, ihr seht hier, wir sind auf Platz 2 hinter Hamilton. Wir sind Rosberg in diesem Rennen. Ich habe mich nämlich dazu entschlossen, hier in den Bonusrennen verschiedenste Autos zu nehmen. Heute also den Mercedes. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. Wir müssen natürlich es schaffen, im Rennen vor Hamilton zu kommen, auch wenn das schwierig wird. Ah, das wird wirklich schwierig. Mal schauen. Aber es regnet ja, da hängt auch viel von der Strategie ab. Da kann man viel gewinnen, aber natürlich auch viel verlieren. So, wir stehen da. Hier ist erstmal Hamilton. Wir stehen direkt daneben. Auch mit der 44 ist irgendwie merkwürdig im... What? Moment, was? Warum wurden wir denn... Wir wurden jetzt... Habt ihr das gesehen? Wir wurden zweimal gezeigt, oder? Oder wurde Hamilton zweimal gezeigt? Merkwürdig. So, wir beschleunigen besser als Hamilton, aber viel, viel besser. Wir können ihn jetzt hier schon deutlich hinter uns lassen. Was war da denn los? Oh, da habe ich aber zu spät gebremst. Und da ist Hamilton direkt schon wieder quasi neben uns. Aber nicht so ganz. Ist halt nicht vorbeigekommen und muss deshalb leider ein bisschen zurückstecken. Oder was heißt Lager? Zum Glück für uns. Oh, was ist da denn los? Warum ist das Feld da so irre langsam gerade? Na gut, das wird wahrscheinlich einfach an der normalen ersten Runde liegen. Beziehungsweise den ersten Kurven, in der die KI ja wirklich immer sehr, sehr vorsichtig fährt. Diese Zeit müssen wir natürlich nutzen. Na, das ist ganz schön nass hier auf der Strecke. Ich bin gespannt, wie lange der Regen reichen sollte. 41% heißt ja eigentlich sogar, dass es so um Runde 11, so um unseren ersten Boxenstopp. Na, das ist zu früh. So um Runde 15 oder so. Sollte es dann, oder 14 oder 13 oder so ähnlich, sollte es dann eigentlich trocken werden. Die Frage ist dann natürlich, wie lange es dann noch dauert, bis die Strecke dann auch trocken ist. Und die Frage ist, ob wir so lange vorne bleiben können. Denn der gute Hamilton ist schon wieder direkt an uns ran, obwohl wir da zwischendurch eine halbe Sekunde Vorsprung hatten. Jetzt verzieht natürlich die Karte ein bisschen. 1,71. Das hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Das hätte ich als kürzer interpretiert auf der Karte. Naja. Aber ist natürlich mir nur recht. Wobei wir natürlich sowieso kein DRS haben, solange es regnet. Interessanterweise kann man diese Kurve inzwischen auch in einem durchfahren im Regen. Warum kann ich das denn im Regen besser fahren als im Trocknen? Weil ich einfach wahrscheinlich langsamer bin, oder? Auf jeden Fall fiel mir das immer sehr schwer, diese Kurve zu fahren. Habt ihr im Qualifying ja wahrscheinlich gesehen, falls ihr das gesehen habt. Weil ich natürlich auch weiß, dass viele auch nur das Rennen schauen. Und es ist natürlich auch so, dass das Rennen deutlich mehr zählt. Man kann halt viel wieder gut machen im Rennen, was man im Qualifying vergeigt hat. Aber es lohnt sich halt durchaus, hier zumindest in der ersten Startreihe zu starten, weil dadurch kann man hier direkt sich an die Spitze setzen. So wie wir es geschafft haben und wie wir es jetzt auch vorhaben, das ganze Rennen durchzuziehen.
Interessanterweise wurde uns auch noch nicht gesagt, wie das denn mit dem Regen weitergehen soll. Oftmals ist ja direkt zu Beginn dann schon ein Funkspruch vom Team. Genau, da oben seht ihr Wet Weather Conditions, DRS disabled. Warum fährt denn da einer schon so weit hinterher? Musste da schon jemand in die Box? Wahrscheinlich, ne? Hier sind die schnellste Runde gefahren. Genau, wir sollen genauso weiterfahren. Das ist auch immer ein toller Tipp. Finde ich auch immer toll, wenn dann Teams in der wirklichen Formel 1 da auch ihren Fahrer auffordern, nochmal ein bisschen schneller zu fahren. Ich meine, der ist immer ein Rennfahrer. Wenn er nicht schneller fahren wollte, dann würde er irgendwas falsch machen, denke ich. Aber gut, ein bisschen Motivation ist natürlich immer gut. Ein bisschen zusätzliche Motivation. So. Oh, das ist irgendwie... Irgendwie war ich gerade ein bisschen vorsichtig. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe das Gefühl, dass es schon jetzt weniger Regen wird. Man sollte ja eigentlich auch meinen, dass wir hier im wunderschönen Spanien sind und eigentlich nie Regen hätten, aber weit gefehlt. F1 2014 ist ja sowieso ein Spiel, was sehr, sehr viel Regen hat in den Rennen. Deshalb gibt es ja auch so viele Modifikationen, die die Häufigkeit von Regen also reduzieren oder halt die KI-Fahrer ein bisschen langsamer machen im Regen. Ich denke, diese eine Modifikation, die ich dafür drin habe, die eben genau das Letztere macht, nämlich die KI-Fahrer ein bisschen im Regen einbremst, ist dafür zuständig, dass uns hier Hamilton mich schon lange wieder eingeholt hat und wir den Vorsprung relativ konstant halten. Aber das ist auch einfach notwendig, denn im Vanilla-Spiel sozusagen, also im Spiel ohne die Modifikation, ist die KI doch im Regen viel zu stark. Leider. Ich hoffe, das ist in der 2015er Version besser umgesetzt. Wird sich dann natürlich in einem Monat schon zeigen, wenn ihr das hier zum Release schaut, oder zum wenn die Folge direkt rausgekommen ist, wenn ihr das schaut. Also bin so gespannt, wie dann F1 2015 wird. Naja. Ich fand es auch interessant, dass wir in der echten Formel 1, glaube ich, in dieser Saison noch überhaupt keinen Regen hatten. Leider. Ich weiß auch gar nicht, wo der nächste Preis ist. Jetzt war ja gerade der große Preis von Kanada letztes Wochenende. Was ich auch noch sagen kann, wie ihr vielleicht gemerkt habt, oder auch nicht, kommt diese Folge jetzt schon um 16.30 Uhr. Und nicht mehr um 19 Uhr. Ich habe da ein bisschen was umstrukturiert auf meinem Kanal. F1 kommt jetzt also immer Freitag, Samstags und Sonntags um 16.30 Uhr. Und dass ihr da Bescheid wisst, also könnt ihr morgen schon den zweiten Teil etwas früher sehen. Ich denke, das passt doch immer ganz gut, wenn man bedenkt, dass die Formel 1 normalerweise um 14 Uhr immer ist. Das heißt, auch wenn ein Formel 1 Rennen selber ist, zu der normalen Formel 1 Zeit, dann kann man immer direkt nach dem Rennen nochmal oder nach dem Qualifying nochmal meine Folge dann sehen. Wenn sie natürlich in Kanada um 20 Uhr fahren, dann natürlich nicht, aber es kommen ja jetzt erstmal die Europa-Rennen. Denke ich jedenfalls. Ich weiß gar nicht, was ist die nächste Strecke? Kanada. Müsste da nicht schon mal... Nee. Fast sagen, dass dann schon die Strecken... Also es müsste wieder nach Europa gehen, glaube ich. Aber mir fällt gerade auf die Schnelle nicht ein, wohin. Deutschland fällt ja leider weg als Rennen. Haben sich ja nicht mit einigen können. Finde ich wirklich sehr schade, zumal ja hier mit Mercedes der Weltmeister aus Deutschland kommt. Also Lewis Hamilton ist natürlich kein Deutscher, aber er fährt immerhin ein Auto, also ein Mercedes, die natürlich aus Deutschland kommen. Ich finde, damit hätten wir schon verdient, einen Heim-Grand Prix zu haben. Außerdem gibt es natürlich ziemlich viele deutsche Fahrer in der Formel 1. Auch die werden um ihren Heim-Grand Prix gebracht.
Aber gut, so ist es. Kann man nichts machen. Wenn Ecclestone sagt, es gibt kein Rennen, dann gibt es halt kein Rennen. Wobei es natürlich auch daran liegt, dass die Betreiber der Strecke natürlich auch nicht wirklich mehr einen Gewinn aus der Formel 1 ziehen. Deshalb kann man natürlich auch verstehen, dass sie nicht wollen, dass es dort ein Rennen gibt. Denn wenn man nur Verluste macht, ist das natürlich nicht sehr wirtschaftlich. Naja. So, wie sieht's denn jetzt hier im Rennen aus? Hamilton bleibt konstant hinter uns, würde ich mal behaupten. 2 Sekunden. Das heißt, wir gewinnen sogar leicht. Auch wenn ich mal das Gefühl habe, dass ich hier doch leicht immer hin und her rutsche. Und der KI scheint es da genauso zu gehen, glücklicherweise. Ich wäre jetzt echt mal für so einen Funkspruch, der mir sagt, wann es denn aufhört zu regnen. Ich glaube, vor allem diese letzte Passage nimmt die KI sehr, sehr langsam, diese Schikane da. Ja, da hat sie nämlich schon wieder ein bisschen was verloren. Und da hinten fährt einer immer einsam und alleine rum. Den sehen wir immer auf der Gegengeraden. Der statt Ziel. Der war sicherlich schon in der Box. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es hier gerade schon wieder weniger regnet. Also es sind noch einzelne Tropfen, die hier drauf kommen. Ja, er sagt aber nochmal hier, was natürlich auch verständlich ist, denn die Strecke ist ja noch nass. Und es regnet ja auch immer noch ein bisschen drauf. Die Reifentemperaturen sind jetzt genau richtig. In 10 Minuten soll es aufhören zu regnen. Da müssen wir aber vorher sicherlich einmal stoppen. Da kommen wir nicht drum rum. In 10 Runden. Nicht ganz. 8 Runden oder so. Ah, noch ein bisschen weniger, ne? 1,5 Minuten kostet es ungefähr. Oder 1/1 Minuten. Jetzt rutschen wir aber schon. Also unsere Reifen sind schon auch angegriffen. Nee. Also so lange werde ich nicht fahren können. Die Frage ist fast, ob ich früher reinkommen soll. Aber dann habe ich natürlich keine freie Fahrt mehr. Hamilton hat ganz schön viel gewonnen in dieser Runde. Ist schon eigentlich nicht gut gefahren. In 10 Minuten. Wir sollen noch 3 Runden fahren. Das wären 3 Minuten. Beziehungsweise 4 Minuten. Zu dem Zeitpunkt, wo er es uns gesagt hat, kämen wir vielleicht auf 5 Minuten. Wir sind jetzt... Es geht aber nicht mehr. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach schon mal rein. Und hole mir natürlich nochmal einen Termin jetzt. Ich werde das nicht gerade in der Kurve einstellen. Dann habe ich nämlich gleich nochmal gute Reifen und es müssen ja sowieso dann alle nach ihrem Stop nochmal wechseln. Ich denke, vor Runde 15 oder so wird das nicht sein, dass man wieder wechseln kann. Und dann wäre jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, um die Reifen zu wechseln, zumal unsere Reifen halt wirklich schon nicht mehr so gut sind. So, alle anderen werden natürlich weiterfahren, das ist klar. Wobei, da rennt ein Ferrari raus. Ja, es kommen die ersten rein. Nein! Warum hat das jetzt so lange gedauert? Der blöde Ferrari. Die vorbeigefahren sind. Ah, das ist ärgerlich, dass uns das die Zeit gekostet hat. Sind wir 9. Was natürlich nicht viel heißt. Das ist echt blöd, weil das ist natürlich der Abstand gewesen. Oh, jetzt wird es hier deutlich weniger Regen geben. Wir haben keinen Regen mehr auf dem Visier.
Das sind natürlich die paar Sekunden gewesen, die wir vor Hamilton waren. Die wir jetzt in dieser Box verloren haben. Echt ganz ärgerlich. Im zweiten Sektor bekommen wir wieder Regen auf dem Bildschirm. Oder aufs Visier. Es fährt sich aber viel schöner mit diesen Reifen gerade wieder. Ich hoffe, dass es die richtige Entscheidung war. Wir kommen hier auf jeden Fall ziemlich einfach wieder an Verstappen ran. Obwohl der auf voller Drehzahl fährt, was ich natürlich absolut nicht nachvollziehen kann. Denn es regnet ja immer noch. Oh, da sind wir gerutscht. Verstappen geht jetzt auch nicht mehr. Also es gehen die anderen jetzt auch alle in die Box. Das scheint unsere Strategie, die wir eigentlich hatten, ziemlich spät gewesen zu sein, zu stoppen. Interessanterweise. Da bin ich jetzt irgendwie Vierter. Das heißt, die ersten vier waren nicht in der Box. Alle anderen schon. Oder die ersten drei. Runter dann auch unser Teamkollege, der da vorne rumfährt. Ich hoffe nicht so schnell, dass er nach dem Stop vor uns ist. Und ich hoffe auch nicht, dass er so lange draußen bleiben kann, bis man auf trockenen Reifen wechseln kann. Mal schauen. Ja, in 5 Minuten soll es aufhören zu regnen. Das wäre dann so eine Runde 13, aber das wäre dann eigentlich ganz... Okay, ich hoffe ja wirklich, dass Hamilton noch reingeht. Hamilton ist aber jetzt schon an der Box oder auf Startziel. Ich weiß nicht, ob er reingegangen ist. Das heißt, er wird leider, glaube ich, vor uns bleiben. Selbst wenn er reingeht. Aber er ist, glaube ich, auch nicht drin gewesen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. War nicht drin. Ist natürlich unsere Reifen hier eigentlich noch bezahlt machen, dass wir neue Reifen haben. Denn eigentlich sollten wir schneller fahren können als die Spitze. Oder... Ich meine, wir sind auf Platz 4, das zählt eigentlich auch schon als die Spitze, aber als die, die noch auf ihren alten Reifen da vorne unterwegs sind. Spannende Frage ist ja, ob es Hamilton nochmal schafft, so lange zu fahren, bis er auf trockene Reifen wechseln kann. Aber es regnet immer noch. Und bis die Strecke dann wirklich abgetrocknet ist, so lange kann er nicht fahren. Leider ein bisschen abgekürzt, weil ich da zu früh gebremst hatte, weil ich mich von der Leaderzeit habe verwirren lassen. Das ist leider ziemlich häufig. Dann denke ich immer, oh nein, das war ich eine Bestzeit. Die darf ich jetzt nicht vergeigen und schwuppdiwupp ist die Runde vergeigt. Ah, jetzt ist schon mal hier Hülkenberg in die Box gefahren. Und Hamilton ist auch drin. Oh, und da kommt er auch, glaube ich, schon wieder raus. Wir bleiben locker vor Hamilton. Was ist da los? Da kommt er angefahren. Aber würde ich sagen, dass wir unseren Vorsprung deutlich ausgebaut haben. Aber wir haben auch eine besonders gute Zeit gefahren hier. 1,48, 4,13, 1,28. Ich glaube, ich habe 1,48 vorgelesen. Das ist natürlich schon mal eine sehr, sehr gute Zeit. Jetzt sind wir Zweiter hinter Perez, der noch nicht in der Box war. Das können wir natürlich noch locker überholen. Es sei denn, er fährt durch. Aber wir holen gerade schon wieder so stark auf ihn auf. Ja, er fährt mit voller Drehzahl und wir kommen locker an ihn ran. Perez ist natürlich keine Konkurrenz, einfach weil sein Auto nicht so schnell ist wie der Mercedes, den wir fahren. Und natürlich zusätzlich noch, weil er schlechtere Reifen hat als wir. Oder ältere Reifen.
Jetzt nur noch 3, jetzt haben wir fast eine Sekunde auf ihn aufgeholt. Natürlich hat Hamilton jetzt noch ein bisschen bessere Reifen als wir, aber dieser Vorteil wird ihm nicht so viel bringen, denn er muss natürlich gleich auch wieder rein. Er wird ja nicht auf trockenen Reifen unterwegs sein. Ich glaube, die Strecke wird jetzt trocken. Gefühlt. Oh, jetzt geht Perez auch in die Box. Das ist aber, glaube ich, ich hoffe, dass er auf trockene Reifen geht. Ich habe jetzt mal das selber aufgerufen. Ja, unsere Temperatur wird, glaube ich, wobei sie müsste ja wärmer werden. Sie ist, glaube ich, im Moment noch zu kalt. Aber wenn die Strecke abtrocknet, müsste sie zu warm werden. Irgendwer ist jetzt in die Box gefahren, wurde uns gesagt. Wahrscheinlich Perez. Und diese Spur, die so schwer zu halten ist, finde ich immer. Aber wir fahren hier eine lila Zeit nach der anderen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Strecke sich verbessert. Die Strecke wird schneller, dadurch, dass weniger Regen kommt. Und hier werde ich jetzt einmal wieder nach der Faustregel fahren. Wenn sich dieser Temperaturbildschirm von alleine öffnet, fährt man in die Box. Das hat eigentlich bisher immer gut geklappt, wenn ich das gemacht habe. Es war immer eine Runde, bevor er mir gesagt hat, du musst jetzt in die Box. Und wenn er einem das sagt, dann verliert man meistens schon sehr viel Zeit in dieser einen Runde, weil dann fährt man definitiv auf den falschen Reifen. Aber er sagt jetzt sogar nochmal, unsere Reifen und unsere Bremsen sind auf optimaler Temperatur. Ein paar Runden soll ich allerdings die Reifen wechseln. Das werden wir natürlich auch tun. Oh, jetzt gibt es hier keinen Regen mehr. Aber wir werfen hier noch so einen Sprühnebel quasi vor uns, hinter uns her. Vor uns wäre ein bisschen blöd. Ja, also jetzt ist es trocken. Aber die Strecke ist natürlich noch nass. Und im ersten Sektor regnet es auch noch leicht. Aber jetzt spiegelt sich das hier alles so schön auf der Straße. Das ist schon schön gemacht. Also diese Spiegelung, die sieht man natürlich immer nur so ein bisschen. Aber das ist natürlich auch realistisch. Wie sich hier die Tribünen dann im Wasser spiegeln. Das ist schon ganz nett gemacht immer. Wobei es an sich ja grafisch auch eigentlich gar nicht so schlecht ist, das Spiel. Ist halt ein bisschen langweilig immer, was so die Sachen neben der Strecke betrifft. Dieses Haus da hinten zum Beispiel ist sehr, sehr schlecht aufgelöst. Und diese Bäume sind auch immer so ein bisschen, naja. Meistens sieht man das ja immer noch in Belgien, finde ich. Und dann ja, wirklich dieser Wald irgendwie. Ist zwar realistisch, da ist halt Wald um die Strecke, aber ja, irgendwie immer die gleichen Bäume. Aber gut, man muss natürlich auch irgendwo hier Ressourcen einsparen. Denn man muss ja auch gut auf den Rechnern laufen können. Und wenn man im Rennen ist, hat man sowieso nicht so viel Zeit, auf die Landschaft drumherum zu achten, wenn man mal ehrlich ist. Da muss man hier eher schauen, dass man die Kurven richtig trifft. So, ich könnte mir schon fast vorstellen, dass nächste Runde schon so weit ist, dass wir in die Box müssen, zu wechseln. Ich habe das jetzt selber aufgerufen, das sage ich jetzt mal lieber direkt an. So. Wir haben schon fast Halbzeit. Ah, wobei. Nächste Runde trifft es mit fast Halbzeit dann besser. Vorsprung. Das ist, glaube ich, ein bisschen weniger geworden in den letzten Runden. Mal schauen. Wir laufen auch schon auf ein erstes Auto da vorne auf. Aber jetzt muss ich gleich wieder überlegen, Option sind die besseren, ne? Ja. Auf jeden Fall sind Option die besseren. Ich glaube nicht, dass man durchfahren kann mit Primes. Also ich denke, wir werden darauf hinauslaufen, dass wir gleich nochmal 2 Option-Boxen-Stops machen müssen.
Ja. Jetzt sind es nur noch 3 Sekunden. Also Hamilton holt auf. Wahrscheinlich, weil der Regen-KI jetzt nicht mehr so stark greift. Die Regenmodifikation, weil der Regen deutlich weniger geworden ist. Wobei, wahrscheinlich greift die so lange, wie sie auf Regenreifen fahren. Weiß ich aber nicht. Kann ich mich mit aus. Denn ich habe diesen Mod nicht geschrieben. Hamilton hat sich auch deutlich abgesetzt von Bottas. Dem hinter ihm fahrenden Fahrer. Aber wir haben immer noch hier einen deutlichen Sprühregen da. Unsere Reifen werden auch schon wieder schlechter, deutlich. Also würde ich fast sagen, haben wir optimal unsere Reifen gewechselt, dass wir beide Sätze Reifen ziemlich gut ausgenutzt haben. Zu viel Sprühen kriegen, um zu wechseln. Ich denke, wenn ich jetzt nicht Erster wäre, würde ich es jetzt, glaube ich, schon riskieren. Aber so noch nicht. Okay, jetzt wird uns gesagt, wir sollen schon wechseln. Und es sieht so aus, als würde Hamilton das schon gemacht haben, oder? Ne, er ist hinter uns. Da er so weit weg war, dachte ich, er wäre vielleicht schon reingefahren, aber nein. Er war nur einfach so weit weg. Ja, mich wundert es, dass die Temperatur noch, also die Temperaturanzeige noch nicht raufging, weil normalerweise zeigt das immer an, jetzt wäre es an der Zeit zu wechseln. Dann gleich machen wir hier mal Option. Dann wollen wir natürlich die weichen Reifen haben, die sind ja besser und wir werden sowieso 2 Stops machen müssen. Eventuell müssen wir schauen, wie lang die Reifen halten. Vielleicht müssen wir sogar nochmal auf hart gehen. Ah, wobei eigentlich sollte das klappen. Ja, jetzt hören wir auch schon hier, das Anfahren wird schwieriger. Ja, wir werden hier zu heiß. Ja, funktionieren nicht mehr so, wie sie sollen. Merkt man doch jetzt gerade deutlich, dass die so mit einem Schlag gar nicht mehr funktionieren. Ist halt schon heftig. Aber das Schöne ist, dass Hamilton jetzt hinter uns ganz schön viel Zeit verlieren wird, weil der muss natürlich darauf warten, dass wir unseren Boxenstopp abfertigen können.